Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch zwischen Mona Elgamal und Sina Köstler im Namen der Berliner Festspiele. Mein Name ist Verena Harzer, ich leite dieses Jahr den Stückemarkt beim Theater Treffen. Und wir haben dieses Jahr Sina Köstler gebeten, für uns eine Künstlerin auszusuchen, die in ihren Augen eine ganz besondere Form der Theatersprache entwickelt hat. Und sie hat eben Mona Elgamal vorgeschlagen, deren Produktion Haus Nummer 0 wir dieses Jahr im Stückemarkt zeigen. Und hiermit möchte ich schon übergeben an den Moderator des Gespräches, Henning Füller. Er ist Kurator und Dramaturg und wünsche uns allen ein angeregtes Gespräch. Glück und Wohl zur Gänze für euch alle. Oder besser gesagt, guten Tag. Neben mir Sina Köstler, Mona Elgamal. Mona, wie geht's dem Rezumat? Hoffentlich gut. Entwickelt sich da was? Es geht so. Es ist nicht so wie in Köln. Vielleicht sollte man kurz sagen, was das Rezumat ist. Das Rezumat, wir haben Haus Nummer 0, spielt in einer dystopischen Zukunft, in der das IFM, das Institut für Methode, herrscht. Das hat den Staat ersetzt, das ist ein Privatunternehmen. Und gegen dieses IFM, es gibt eine Gegenbewegung, das ist das Rezumat. Und wir hoffen, dass es wächst. Kann man da schon was absehen, was ablesen? Die Gäste im Haus Nummer 0 kriegen ja sozusagen eine Art Zugang zu diesem Rezumat. Was passiert da, was im Internet, auf der Plattform? Noch nicht so wahnsinnig viel, wie wir uns das gedacht haben oder gewünscht haben. Oder sagen wir, in Köln ist es besser angelaufen mit diesem Blog, wo die Diskussion dann im Nachhinein stattfindet. Wir glauben, dass es einfach daran liegt, dass es hier im Festival stattfindet, wo Menschen kommen, die sich auch mehrere Produktionen angucken und dann so ein bisschen, nachdem sie das Haus verlassen haben, auch fertig sind mit diesem Erlebnis. Vielleicht passiert es mehr. Vielen Dank, Sina Köstler. Wie geht's den Kindern mit den schwarzen Augen? Ja, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Bezieht sich auf eine Arbeit am Hamburger Schauspielhaus, Schwarze Augen Maria, die im letzten Winter mehr oder weniger unfreiwillig die Spielzeit am Hamburger Schauspielhaus eröffnet hat. Mhm. Wie würdest du deine Berufsbezeichnung benennen? Was bist du? Lass ich eigentlich lieber andere für mich entscheiden. Also, Regisseurin? Ja, das auch. Performerin, Künstler einfach. Das ist so ja allgemein. Ist nichts wichtig. Also, okay. Man macht ja auch vieles anders in unser Zirkus. Also, da macht man alles Mögliche. Zirkus. So wie auch. Ja. Macht ja auch die Darsteller viele andere Sachen. Also das ist so ein Gruppenarbeit und da bin ich halt künstlerische Leiter, da habe die Privilegien. Und weißt du deine Berufsbezeichnung, Mona? Nein, meine offizielle Berufsbezeichnung ist wohl Szenografin. Das ist jetzt die Frage, wie man das definiert. Also ich mache Räume in erster Linie, aber auch andere Dinge, auch alles andere. Sina, du hast die Arbeit von Mona eingeladen. Ja. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen, warum du diese Arbeit eingeladen hast, hier zum Stück? Ja, gerne. Das Stückemarkt ist zu mir gekommen und hat erklärt, dass es jetzt ein neues Konzept für den Stückemarkt gibt und dass es dieses Jahr darüber geht, Erzählformen zu hinterfragen und andere Arten von Autoren zu zeigen. Also bis jetzt und für ganz viele Jahre war das Stückemarkt ja eher wie ein Wettbewerb zu verstehen, wo Autoren Manuskripte einschicken konnte und die wurden dann von einer Gruppe von Kritikern gelesen, also eine Jury
Dieses Mal war das Ansatz etwas anders. Also man hat uns als ehemalige Künstler, die auf dem Theatertreffen waren, darum gebeten, unsere Sicht auf eine neue Art von Autorenschaft zu präsentieren, einzuladen. Und dann habe ich natürlich in Theater- und Performance-Landschaft herumgeschaut, wie ja auch die Verpflichtung natürlich ist, aber finde dann trotzdem, dass das Arbeithaus Nummer 0 und Monas Arbeit mit Narrative Spaces das, was am weitgehendsten ist, in Richtung neuer Erzählformen. Und überhaupt ist ja die Frage, ist das Theater, und ich finde das spannend, ich finde es überhaupt in die Interesse von ganzen Theaterlandschaft, dass man hinterfragt, was heißt das zu erzählen, fängt das bei einem Text an, fängt das an, wenn ein Mensch vor einem anderen auftritt und eine Geschichte erzählt, oder kann das auch anders heißen, was heißt überhaupt Räume, Szenografie, ist das immer ein Hintergrund, wo was stattfindet, oder können die Räume auch die Hauptrolle spielen? Also es sind so einige Gedanken, und nachdem ich mich herumgeschaut habe und mich mit anderen Künstlern auseinandergesetzt habe, ein bisschen bin ich dann zurück zu Mona gekommen. Ja. Die ich ja auch gut kenne, weil wir, das ist kein Geheimnis, weil wir in zwei Projekte zusammengearbeitet haben. Es ist eben schon das Stichwort gefallen, das auch als Titel über dieser Veranstaltung steht, Narrative Space. Wenn man das bei Google eingibt, kriegt man ganz merkwürdige Ergebnisse. Aber vielleicht kannst du uns erklären, Mona, was ein Narrative Space ist. Ich kann zumindest erklären, was ein Narrative Space für mich ist. Super. Denn das, was bei Google steht, habe ich das vor ein paar Jahren mal gegoogelt und seitdem nicht mehr, und da habe ich noch nichts gefunden. Jetzt scheint es da Ergebnisse zu geben, die aus der Architektur kommen, glaube ich. Aus der Filmtheorie. Ich hatte 2006, glaube ich, ein Seminar, das hieß Narrative Space, bei Penelope Verli, und da wurden wir aufgefordert, als Studenten der Szenografie eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami in einem Container zu erzählen. Das heißt, wir hatten jeder irgendwie 4 Quadratmeter und sollten irgendwie diese Geschichte erlebbar machen. Und so habe ich damit eigentlich angefangen. Ein Narrative Space ist ein geschichtenerzählender Raum, der also ohne das Darstellerauftreten den Zuschauer durch eine Geschichte führt. Und das ist jetzt in den letzten Jahren gewachsen, und Haus Nummer 0 ist ein Gebäude, wo der Zuschauer 7 Räume durchläuft. Er wird geführt von Licht und durch Sound, und die Räume sind sehr detailliert ausgestattet, und für mich erzählen halt diese Räume, die einzelnen Objekte sind mit Bedeutung aufgeladen, also es gibt sehr viele Requisite, und die Texte sind einmal zu lesen, also es gibt auch sehr viele Briefe und Notizen und Gesetzbücher und ähnliches, was rumliegt, und der Zuschauer hört aber auch Texte, die wir im Vorfeld mit Sprechern im Studio aufgenommen haben. Das sind dann Radiointerviews, es springt ein Anrufbeantworter an, es gibt eine Traumüberwachungsmaschine, die die Gedanken wiedergibt von der Protagonistin. Und genau, also Narrative Space ist für mich ist es immer wie so ein bisschen wie ein Buch, in das der Zuschauer Eintritt, eine Geschichte, die also zwar sehr viel offen lässt, also wenn 400 Menschen durchgehen, dann erfahren 400 Menschen es gibt 400 verschiedene Versionen einer Geschichte, je nachdem, was man wahrnimmt und wie man Verknüpfungen setzt, und das ist auch durchaus gewollt so. Aber es gibt trotzdem eine Art von linearer Führung, mit der wir den Zuschauer durch die Räume schleusen. Kurze Frage ins Publikum: Wer hat Haus Nummer 0 gesehen? Bitte um ein Handzeichen sozusagen. Es ist schon die Minderheit, würde ich fast sagen. Aber viele haben es zumindest gesehen. Das ist schön, weil wir ja immer gar kein Feedback bekommen. Ja,
Sina, im Hinblick auf die Erzählung sozusagen von dem, was Mona gesagt hat, man könnte auf die Idee kommen, wenn man deine Arbeit kennt, dass das was Ähnliches ist. Könntest du was sagen dazu, über die Differenz, die zwischen euren Arbeiten besteht? Ja, also ich finde eigentlich, dass unsere Arten ziemlich unterschiedlich sind. Das, was wir gemeinsam haben, sind wohl die Räume, die ganz detaillierten Räume, die auch sehr viel erzählen, die, wie kann man sagen, eine Art von Wirklichkeitssimulation sind, aber doch auch eine Art von anderer Wirklichkeit anmuten. Also es ist kein 1:1 Reproduktion der Wirklichkeit. Was aber sehr anders ist, ist, dass unsere, also die Installationen von Signa mit Charakteren, mit Menschen bevölkert sind. Und sind das Schauspieler? Ja, die sind Schauspieler, aber mit verschiedenen Hintergrund. Und ja, und dass das Publikum auch nicht einzeln durchgehen. Natürlich ist man das Publikum manchmal allein, als unsere Installationen oft sehr groß sind. Aber bei uns geht es sehr um eine Begegnung, also eine Begegnung zwischen Charakter und Publikum, aber auch zwischen Publikums gegenseitig. Es geht da auch um Gruppen. Und ich glaube auch, dass bei unserer Art von Arbeit, weil wir diese viele Schauspieler haben, also so typisch wissen 25 bis 60 Schauspieler, die auch alle an diese Biografien, diese Texten arbeitet, ist das eine ganz andere Herangehensweise, was, ja, darf ich sagen, nicht so geschrieben ist eigentlich. Und deshalb vielleicht auch immer sehr unterschiedlich von Abend bis Abend, von erster Vorstellung bis nächste. Also ein anderer Unterschied ist, dass die Signa-Vorstellungen oft von sehr langer Dauer sind. Unsere kurzeste Vorstellung war knapp 3 Stunden, aber oft sind die ja auch so 10 Tage und Nächte durch, nonstop. Also macht auch schon einen großen Unterschied. Also deshalb, ich finde, das sind zwei ganz verschiedene Arten von Arbeiten, ganz klar. Finde ich auch. Magst du diese Differenz von deiner Seite nochmal beschreiben, Mona? Naja, ich kenne ja auch das Arbeiten mit Sina. Und ich empfinde das eigentlich ganz. Welche Bedeutung hat die Anwesenheit von Performern, Schauspielern, Menschen in dieser künstlichen Wirklichkeit bei Sina und die Abwesenheit? Naja, beim Narrative Space füllt der Zuschauer quasi die Abwesenheit eines Darstellers aus. Also er ist der einzige Mensch, der da ist. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Menschen alleine da durchgehen. Wir haben auch aus unterschiedlichen Gründen, man konnte jetzt zum Beispiel bei Hausnummer 0 auch einen Sonderantrag beim IFM stellen, dass man zu zweit rein darf. Dann ist die Konzentration aber eine ganz andere und man lenkt einander sehr ab. Also ich glaube, dass die Ähnlichkeit auch in den Rollen liegt und darin quasi so eine komplette Welt zu schaffen, die halt in ihren Details auch irgendwie stimmig ist, sodass man die auch als temporäre Wirklichkeit annehmen kann. Genau, und bei uns ist man aber alleine da drin und hat keinerlei, naja, ist sehr stark auf sich zurückgeworfen und kommt ja dann auch raus und hat dann nicht direkt jemanden, mit dem man das irgendwie verhandeln kann. Sondern muss halt alleine erstmal klarkommen. Darf ich kurz? Bitte. Also es ist mir, als ich dieses Mal Haus Nummer 0 besucht habe, ist mir was eingefallen. In unserer Arbeit, wie gerade erwähnt, geht es ja sehr um Begegnungen zwischen Menschen. Aber ich hatte, als ich Haus Nummer 0 besucht habe, hatte ich eigentlich eine Begegnung mit mir selbst. Es gibt ja diese Überwachung und man ist bewusst, dass man die ganze Zeit betrachtet wird und auch, dass man mit den eigenen Bewegungen, Blicke und so weiter Verschiedenes auslösen kann. Und das hat dazu geführt, finde ich, also bei mir jedenfalls, dass ich auch mich selbst
mit die Augen des Überwachens betrachtet habe und überhaupt meine Verhaltensweise von außen betrachtet habe auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges und ganz was Besonderes, was auch überhaupt hinterfragt, was heißt das, Zuschauer zu sein. Eure beide Arbeiten scheinen etwas gemeinsam zu haben, nämlich der Blick auf die Welt zeigt eine Welt, die das Gegenteil von einer Utopie ist, also von einer schönen, von einer guten, von einer richtigen, von einer wahren Welt. Das Stichwort dazu heißt Dystopie sozusagen. Ihr arbeitet beide sozusagen an dystopischen Welten oder an Heterotopien meinetwegen, was Foucault angeht, egal, das lassen wir beiseite. Ich stell die Frage mal so und ganz direkt, warum macht ihr das, was ihr macht? Warum dieser Blick in dystopische Welten? Was wollt ihr damit erreichen? Fangen wir an, Mona. Naja, also jetzt bei Haus Nummer 0 sind wir ja auch wirklich in der Zukunft, also in der nahen Zukunft. Und ich glaube, ich habe das Konzept ja zusammen mit Juri Padel, der ja auch irgendwo ist, entwickelt. Und als wir angefangen haben, uns mit Zukunftsforschung zu beschäftigen, haben wir eigentlich irgendwann entschlossen, wir schauen uns an, was es für Tendenzen aktuell gibt, und das sind ja nicht unbedingt schöne, und überspitzen die quasi im Negativen und bauen daraus eine Welt, wie wir sie uns eigentlich nicht wünschen würden. Warum? Vielleicht, weil es soll ja zum Nachdenken anregen und es soll irgendwie Fragen aufwerfen. Und wenn wir uns jetzt irgendwie das Paradies gebaut hätten und das gezeigt hätten, dann hätten wir, glaube ich, nicht so gut auf die aktuellen Problematiken hinweisen können, wie es uns aber ein Anliegen war. Deine künstlerische Arbeit ist dann insoweit auf die Gesellschaft, also ist in einer Weise auf die Gesellschaft bezogen, dass die künstlerische Arbeit tatsächlich mit der Gesellschaft was anstellen soll, was da was verändern soll mit den Menschen, die sozusagen diese künstlerische Arbeit wahrnehmen. Der Heinz Dürr, der Förderer des Stückemarkts, hat hier in der Eröffnung des Stückemarkts hat er sowas gesagt: Theater, das an der Gesellschaft arbeitet. Würdest du dich dem zuordnen? Naja, also ich meine, wir haben sehr viel Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt und sehr viel Liebe. Ich hoffe, dass das, was wir da bearbeiten, quasi nicht nur Relevanz für uns hat, sondern für einen größeren Kontext. Und ich persönlich habe auch nicht wirklich Lust, meine Lebenszeit und Energie in Sachen zu stecken, die nichts mit unserer Gesellschaft und unserem Zusammenleben zu tun haben. Also ja. Politisches Theater? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Danke für die Antwort. Das ist ja deine Arbeit. Warum die Arbeit an der die Arbeit mit der Dystopie? Also ich würde irgendwie keine Idee sehen, heile Welt darzustellen. Also wie Mona auch gerade sagt, also das ist ziemlich aufwendig, sowas, was wir machen, zu machen. Und dann muss es halt, halt Fragen auswerfen und so eine Reflexion bringen. Und es darf nicht angenehm sein, weil also wir sind eh in unserer privilegierten Teil der Welt sehr geschützt. Also es sind ganz viele wichtige Fragen, die wir nicht ausgesetzt sind und wo wir vielleicht auch keine Möglichkeit haben, uns damit zu konfrontieren. Und deshalb versuchen wir, Räume zu schaffen, also wo man ja natürlich immer noch geschützt ist, aber trotzdem ausgesetzt und wie man sich auch als Mensch verhalten muss. Also was ist überhaupt meine Rolle als Mensch? Aber dazu muss ich auch noch sagen, dass ich finde nicht, dass ich reine Dystopien schaffe eigentlich. Also ich finde, das ist differenzierter, weil das sind halt Menschen, ganz oft Menschen, die irgendwie leiden oder mit was kämpfen, aber also das sind auch schon positive Sachen. Also es geht ja um das Zwischenmenschliche letztendlich. Und
Also um Gesellschaft. Die Gesellschaft, der Umgang, wie Menschen miteinander umgehen in Gesellschaft, richtig? Ja, alles ist ja eigentlich Gesellschaft, also sobald Menschen miteinander umgehen, also klar. Aber ich weiß auch nicht, politische Theater, das ist ja wohl, also ist ja wohl eigentlich immer, also es ist ja wohl immer politisch, weil man sich verhaltet, aber es kann politisch auf verschiedene Arten und Weisen sein und ich finde schon, dass man vorsichtig sein muss, dass man nicht didaktisch wird, also man wird natürlich oft als Künstler gefragt, das heißt diese Frage, wie wahrscheinlich die meisten Künstler, was ist so ihre Botschaft, was wünschen sie sich, dass die Leute von diesem Stück mitkriegen, was wollen sie, dass sie darüber denken, welche Konklusion und so ist es nicht gedacht. Also es ist gedacht für Reflexion über einem selbst und die eigene Rolle. Das führt mich direkt zu der Frage. Eure beide Arbeiten finden ja nicht auf der Theaterbühne statt, finden aber hier in einem Theaterkontext statt. Ist die, ich nenne es mal vorsichtig, die Abwendung von der Theaterbühne, die in euren Arbeiten, in eurer beiden Arbeiten sozusagen sichtbar wird, ist das eine bewusste Abwendung von der Theaterbühne als dem Ort, an dem etwas für die Gesellschaft Wichtiges verhandelt wird, auch folgenreich verhandelt werden kann? Also ist das Hineingehen in solche Orte künstlicher Wirklichkeit, oder bei der Arbeiten auszeichnen, ist das eine bewusste Abwendung von der Theaterbühne? Wir haben nicht auf die Theaterbühne angefangen. Ja? Also, warum nicht? Weil, ja, jetzt spreche ich für mich selbst, das ist besser. Ja? Selbstverständlich. Also ich habe kein Theater im Hintergrund. Sondern? Ich habe Kunstgeschichte studiert und war in Nachtclubs tätig. Halt, das ist auch eine Art von, ja, also das ist eine, ja auch ein Auftreten, aber nicht auf einer Bühne direkt. Das ist eine direkt, also das ist eine Interaktion, also ein Mensch zu dem anderen. Ich denke, das war so ziemlich meine Schule und natürlich das Gegenwartskunst und Installationskunst, was mich hier interessiert hat. Aber natürlich, jetzt 13 Jahre habe ich im Theaterkontext gearbeitet und ich gehe auch im Theater, obwohl nicht so viel, wie ich wollte. Ich dachte, meine Arbeit habe ich nie gesehen als ein Protest gegen das konventionelle Theater, obwohl, das muss ich ehrlich sagen, dass ich nie verstanden habe, diese vierte Wand. Also man sitzt im gleichen Raum, Darsteller, Zuschauer und die auf die Bühne stehen, die tun als ob, nicht immer, aber tun als ob das Publikum nicht dort wäre. Ich habe es nie richtig verstanden. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht schätzen kann. Also, so wie ich auch einen Film schätzen kann, durchaus. Also. Bist es bei dir, Mona? Die künstliche Wirklichkeit des Narrative Space als eine Abwendung von der Theaterbühne? Nee. Also, ich denke, mich hat es nie richtig interessiert, wirklich Stage Design zu machen, also eine Bühne zu gestalten, weil ich lieber Räume schaffe, in denen Menschen sich aufhalten. Aber ich glaube einfach, weil ich gern sehr kleinteilig arbeite, also weil ich gerne Figuren oder Geschichten habe und die in vielen kleinen Dingen weiterdenke und weitererzähle und weil ich gerne mit allen Sinnen arbeite, dass man kann natürlich auch auf der Bühne mit Gerüchen arbeiten oder so, aber das ist einfach eine, also ich mag auch Theater und ich mag auch Bühnen, aber ich persönlich möchte lieber Räume bauen. Das ist jetzt nicht eine, das hat nichts damit zu tun, dass ich klassisches Bühnenbild nicht schätze oder nicht mag. Also ich kriege keine Kritik, ich krieg von euch keine Kritik sozusagen, die sagt, die Bühne... Ich finde schon, dass ich so auf diplomatische Art und Weise vielleicht ein bisschen Kritik ausgeübt habe, aber das heißt nicht, dass ich sich nicht schätzen kann. Es ist nur so. Ich finde, dass es sehr wichtig ist, was du gerade gesagt hast, so, also das mit alle Sinnen zu erleben, also sich in einen Raum als Zuschauer überhaupt zu bewegen, Gerüche, Geräusche, das taktile Berührung von Objekten, das selber Objekten aussuchen und so weiter, das sind alle Möglichkeiten.
die wir nicht haben im dunklen Zuschauerraum, wo ich leider oft auch sehr oft Platzangst bekomme. Also das sind so die Motivationen. Ich frage mich immer wieder, ob es nicht Zeit ist, dass ich was auf die Bühne mache, weil jetzt war ich so lang im Theaterkontext und habe so zum Beispiel im letzten Stück so ein kleines Theaterstück im Stück eingebaut, was auf der Bühne spielte. Da hat sich ein Talent gezeigt, würde ich mal sagen. Eigentlich im Gegenteil. Da muss ich sagen, da habe ich eigentlich, ich musste da die Dramaturg, ich musste eigentlich eingreifen, richtig da bei diesem ihres schlechten Stück Regie führen. Und da habe ich wirklich Respekt dafür vorbekommen, wie schwierig das ist, was auf einer Bühne zu inszenieren und wie total anders das ist, von wie wir arbeiten. Ich glaube, das konnte ich nicht. Ich verstehe von diesem kleinen blöden Stück, was wir dort gemacht haben, verstehe ich wirklich, was für eine präzise, feine Arbeit das sein muss. Und ich glaube, das konnte ich nicht. Also es ist immer wieder erstaunlich, dass die Künstlerinnen und Künstler, die sozusagen im Theaterkontext arbeiten, machen, die nicht auf der Bühne stattfinden, die nicht das Repräsentationstheater bedienen, das wir sozusagen seit 2500 Jahren kennen, mit einem derartigen Respekt mit dieser Bühnenkunst umgehen, mit dieser Theaterbühnenkunst und der vierten Wand umgehen. Mich erstaunt das immer wieder, wenn ich das einfach nur zwischendurch mal kommentierend einwerfen darf. Und jetzt Frage, wie macht man sowas, das, was ihr tut? Also diese Sorte von künstlicher Wirklichkeit, das ist ja nicht einfach nur, wir bauen einen Raum und tun da ein paar Sachen rein und dann schicken wir da Leute durch und die haben da ein Gefühl dazu und man riecht auch ein bisschen was und so weiter und so weiter. Mona, wie macht man sowas? Wie stellt man sowas wie Hausnummer 0 her? Also was macht man in erster Linie nicht alleine, sondern mit einem Team, und da war das Team jetzt hier in Berlin, das Hausnummer 0 Team auch schon das in Köln, aber jetzt hier in Berlin hatten wir weniger Zeit und der Aufwand war größer. Das hat wahnsinnig, wir haben alle wahnsinnig durchgezogen und gerockt und sind alle über ihre Grenzen gegangen. Also zunächst ist ja irgendwie eine Idee da und dann jetzt bei Hausnummer 0 war es... Wie lange hast du gearbeitet an Hausnummer 0 insgesamt, bitte? Wann fängt es an? Also mit der Idee. Mit der ersten Idee zu dem konkreten Projekt, was es geworden ist. Das war im Sommer 2012. Vorher hatte ich 5 Monate lang gelesen und nichts gefunden, was ich erzählen wollte. Ich habe vorher mit literarischen Vorlagen gearbeitet und habe dann entschieden, selber was zu schreiben. Habe dann gemerkt, aus verschiedenen Gründen, dass ich das alleine nicht will und nicht kann, und habe dann angefangen, mit Juri zu arbeiten. Wir haben dann zusammen das Stück oder das Konzept entwickelt, die Geschichte, und dann ist quasi mit Juri der Text entstanden. Das ist so erstmal das Erste. Also, und dann, als wir wussten, was wir erzählen wollen, also dass es diese dystopische Welt geben soll, dass es das IFM geben soll, dass unsere Protagonistin Frau N. den so und so Lebenslauf hat, dann haben wir angefangen, einen Ort zu suchen, und als der Ort da war, haben sich quasi Texte und Ort parallel entwickelt. Und dann kommen halt nach und nach, dann kommt natürlich erstmal das ganze Aufbauteam dazu, die dann anfangen zu bauen, und dann kommt der Sounddesigner dazu, Tom Förderer in dem Fall, der Lichtdesigner Michael Rudolph, und dann kamen die Grafiker dazu. Es haben 4 Grafiker insgesamt an diesem Projekt mitgearbeitet, für die Websites, für das IDFM, für das Rizomat. Und dann kommen die Screens, die designt wurden, und dann kommt die Installation der Videos und die Videoüberwachung, die ja auch recht kompliziert ist, und dann kommt natürlich die wahnsinnig viele Organisationen rundherum und das ganze Beschaffen der Dinge und so weiter. Und dann irgendwann kommt das erste Testpublikum und dann merkt man, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Es gab eben, du hast eben ein Wort gebraucht, dass diejenigen, die drin waren im Haus Nummer 0, wahrscheinlich mit Erstaunen erfüllen wird, nämlich du hast von einem Text geredet. Text ist ja nun im Haus Nummer 0, den Text, der im Haus Nummer 0 stattfindet, den kann man ja wahrscheinlich ungefähr auf, weiß ich nicht, 4 Seiten, 4 Seiten, den er... Ja, stattfindet,
Okay, der stattfindet, man tatsächlich hört, ja. Ja, der stattfindet, den man wirklich hört. Was heißt Text in diesem Zusammenhang? Also Text heißt erstmal die Story. Also wir überlegen uns Story? Ja erstmal, was die Story ist. Okay, wir überlegen uns also, 2024 gab es, 24 gab es eine Pandemie. Ist dieses Institut für Methode, also wir haben uns überlegt, ein Privatunternehmen ersetzt den Staat, furchtbar, was passiert? Herr Strüppel, hören Sie zu, bitte. Und wie ist dieses Institut für Methode an die Macht gekommen? Wie haben die ihre Macht legitimiert? Die haben eine Pandemie ausgelöst, sind dann mit dem Impfstoff auf den Markt gekommen, haben diesen Impfstoff den Menschen erster Klasse, also den Menschen, den sie brauchen können. Das ist eine ganz krasse Zweiklassengesellschaft, diese Gesellschaft, die wir da gebastelt haben. Haben den Menschen, die sie behalten wollten, diesen Impfstoff gegeben und sind also als Retter auf den Plan getreten und sind so an die Macht gekommen. Unsere Protagonistin, Frau Niemann, jetzt FN56, weil Menschen keine Namen mehr haben, hat das Institut für Medizin, woraus das Institut für Methode entstanden ist, mit aufgebaut und hat dann gemerkt, dass dieses ganze System in die falsche Richtung läuft. Ich gehe da jetzt nicht auf Details ein, weil das ausarten würde. Und hat angefangen, gegen das IFM zu arbeiten. Das wurde aber natürlich bemerkt, weil das ein krasser Überwachungsstaat ist. Und sie wurde unter Arrest gestellt. Und das Haus, in das der Zuschauer tritt, das Haus Nummer 0, ist das Haus, in dem sie unter Arrest gestellt wurde von diesem Institut für Methode. Vorher haben sie sie öffentlich fertig gemacht, da findet man Dokumente zu. Sie hat mehrere Anklagen und Rehabilitierungsmaßnahmen hinter sich. Ihr wurde die Tochter weggenommen, ihr Mann hat sich getrennt, das ist alles ganz... Also sie hat einen sehr detaillierten Lebenslauf. Und dann hat sie angefangen, trotzdem es irgendwie geschafft, sich einen geheimen Ort zu schaffen, in dem sie es geschafft hat, mit dem Rhizomat, dieser Gegenbewegung, in Kontakt zu treten und forscht mittlerweile für die und ist da auch auf einem guten Weg, ein Gegenmittel zu finden, gegen einen Stoff, den das IFM infiltriert hat und das die Menschen noch maßloser und noch selbstbezogener gemacht hat. Und sie ist dabei, eine Negativmutation zu erforschen. Also ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig viel Text da. Also wenn man da herum sucht, also man hat ja weniger Zeit, man hat ja die 25 Minuten jetzt habe ich ein Glück gehabt, dass ich auch etwas länger durch, also etwas mehr Zeit nehmen konnte. Und es ist wirklich, überall liegen Briefe und Texte und das ist wirklich erstaunlich, wie viel Text da ist. Also es gibt quasi die Story erstmal und dann entscheiden wir natürlich, was brauchen wir, um dem Zuschauer das zu erzählen. Und dafür sind natürlich erstmal die Räume, die müssen sehr klar sein, weil so wenig Zeit ist, das muss alles recht plakativ funktionieren, also man muss irgendwo reinkommen und erstmal irgendwie ein klares Bild haben. Und dann sind viele Texte entstanden und die quasi, die uns jetzt für den Plot am wichtigsten waren, die liegen halt oben und sind leichter zu entdecken als die vielen, noch viel mehr Texte, die es gibt, die sich dann in Schubladen finden und ähnliches. Und dann stimmt, also dann gibt es ein Interview, es gibt Nachrichten, es gibt ein Videotagebuch von der Protagonistin, es gibt einen Anrufbeantworter und noch so ein bisschen Systemtext, also das System, das IFM spricht auch. Und der Rest ist zu lesen. Zu entdecken. Zu erschließen. Und dann gibt es natürlich noch sehr, sehr viel Text im Internet, also institutfürmethode.com, da kann man den gesamten Kanon lesen, also das gesamte Gesetzbuch dieses Systems. Das führt mich auf die Frage, Sie haben das Privileg gehabt, sozusagen ein Stückchen länger da drin zu sitzen und sich das ein Stückchen länger anzugucken. Ich habe ja Studenten drin gehabt, 10 Stück, bin wahrscheinlich einer der wenigen, der irgendwie 10 Rezeptionen sozusagen direkt erfahren hat. Und es gab grundsätzlich die grundsätzliche Meinung, warum nur 25 Minuten? Man kann es sich überhaupt nicht erschließen sozusagen. Und ich habe natürlich die ganz große Frage, du hast jetzt die ganz große Geschichte erzählt. Das ist ja ein riesen epischer... Keiner mit.
Die kriegt natürlich keiner mit. Was ist das für eine Ökonomie, die da stattfindet? Also erstens, warum dürfen die nur 25 Minuten da rein? Und zweitens, wie verhält sich quasi der Umfang, die Größe sozusagen dieser künstlichen Wirklichkeit zu den jeweils einzelnen Geschichten, die im Auge, im Ohr, im Kopf des einzelnen Zuschauers, der einzelnen Zuschauerin entstehen? Ist das so gewollt oder ist das ein Kollateralschaden sozusagen, weil es einfach nicht anders geht und die Festspiele das nicht können? Nee, das haben wir in Köln schon genauer gemacht. Also das sind jetzt nicht die Festspiele schuld. Nee, das ist schon eine Entscheidung gewesen. Also natürlich auch die, also was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ein Zuschauer alleine reingeht. Jetzt sitzen da zwei Leute, die fahren diese Show für einen Zuschauer. Das heißt also eine halbe Stunde, wir kriegen im Moment 24 Menschen am Tag durch. Alle beschweren sich, dass es so wenig Leute sehen können. Also es ist sowieso natürlich, muss man irgendwie sagen, es gibt eine gewisse Zeit pro Person. Man könnte wahrscheinlich wirklich einen Tag da verbringen und immer noch irgendwie lesen und sich durchwühlen. Es ist aber schon so, also das ist, oder so funktioniert, ich will jetzt gar nicht mehr sagen, der Narrative Space, sondern vielleicht unser oder mein Narrative Space funktioniert schon auch so, dass das Ganze extremst detailliert ist. Und das wird ja auch wahrgenommen, eben deshalb kriegt man ja auch das Gefühl, man bräuchte eigentlich mehr Zeit, aber man es nicht so richtig greifen kann. Und es ist ja eine sehr sinnliche Erfahrung darin. Und das ist auch durchaus so gedacht, dass man halt einfach. Es geht viel um Atmosphäre und um ein Gefühl, was man dazu entwickelt. Und es ist mir eigentlich relativ egal, ob jetzt alle mitkriegen, dass VN 2017 einen Forscherpreis gekriegt hat. Also das sieht vielleicht einer an der Wand und der andere findet dafür das Schreiben, das Sorgerechtschreiben oder so. Und jeder findet so seine eigene Geschichte so ein bisschen. Ist diese Welt, die wir in Haus Nummer 0 sehen, ist das eine ferne Zukunft? Oder ist das, würdest du tatsächlich sagen, es ist schon sehr stark in unserer Gegenwart verankert? Es ist extrem stark in unserer Gegenwart verankert. Also würdest du das auch so sehen, Sina? Ja. Ist das eine doofe Frage? Nein. Okay, wir sind wir haben uns ja eben mit Tendenzen beschäftigt und also es ist sehr, sehr viel da, also die Menschen sind ja da in einem totalen Bemessungs, also die VN muss ja ständig ihre Daten und Werte an dieses Institut abgeben, da findet eine unglaubliche Kontrolle statt und das ist ja eine Kontrolle, die auch bei uns immer mehr präsent ist. Es ist ganz viel, was man findet, gibt es in einer weniger ausgeprägten Form vielleicht. Also wie diese ganze Küchensituation mit diesem Nährstoffautomaten, wo man sich vermessen muss, um zu gucken, was der Körper braucht und dann genau das kriegt und nichts anderes. Dieses self-grown meat, dieses Fleisch, was sie züchtet, was es ja auch schon gibt, es wird Fleisch gezüchtet. Präventivmedizin ist ja auch immer größeres Thema, was kommt, Überwachung an sich. Also wenn man sich so den Katalog des IFMs mal oder den Kanon direkt also das mal anguckt, dann ist viel davon bereits da oder dabei zu entstehen. Und das ist auch sehr gruselig. Das ist eigentlich. Ich wollte gerade die Übergangsmoderation machen. Vielen Dank für den Hinweis. Es ist 17.45 Uhr und wir gehen jetzt sozusagen in die nächste Etappe, fast im fliegenden Wechsel der Diskussion. Wir begeben uns von der Ebene der künstlichen Wirklichkeit, der Kunst und der künstlichen Wirklichkeit in die Ebene der Politik und der Gesellschaft zur Diskussion, für die ich meinen Platz hier räume. Mona bleibt da sitzen, Dina kommt mit mir. Und es geht darum, wenn Erzählräume zu Überwachungsräumen werden, die Frage der politischen Dimension der Dystopie Hausnummer 0. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei der folgenden politischen Diskussion.